Warte. Ah, da ist Thelma. Ne, das ist die Katze. Du bist Link, oder? War mir doch gleich klar. Ich bin Luise. Wir haben uns schon mal in diesem Laden getroffen. Erinnerst du dich? Ich verstehe allerdings nicht, was du mit diesem Auftritt erreichen willst. Wenn du den Menschen so vor die Augen trittst, darfst du dich nicht wundern, wenn sie dich verjagen. Oho, schon wieder mit Verletzten unterwegs. Ist das so eine Art Hobby von dir? Bitte, wir müssen Prinzessin Zelda. Komm, hier entlang. Über die Dachkammer führt ein Weg in die Kellergewölbe des Schlosses. Ist allerdings ein alter Weg, wird sicher nicht ganz leicht. Und ihr müsst aufpassen, dass euch kein Mensch erwischt. Ja, wie komme ich hier hoch? Aufsteigen und springen. Also. Ja, dann schieben wir das Kistchen neben. Tja. Und rein da. Ach ja, wie süß. Ich würde mal sagen, ich darf keine der Vasen runterwerfen, weil wenn ich das mache... Wenn ich das mache, das ist blöd dann. Ne? Aufpassen. Ganz sachte. Ganz sachte hier rüber. Ja. Gut. Wunderbar. Ich hab's geschafft. Gott sei Dank. Nee, da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Okay. Oh, was bist du? Was bist du? Ein düsterer Geist. Fassen. Du erhältst eine Geisterseele. Die Anzahl der Seelen besiegt der Geister findest du in den Ausrüstungsbildschirm. Ja, schön. Was bist du? Ach, danke, dass du den Geist besiegt hast, Käfer. Darf ich das so nennen, ne? Mich nennt man Giovanni. Als ich Geld brauchte, meine Seele an den Dämonen verkauft habe, sehe ich so aus wie jetzt. Meine Freundin kann ich so nicht unter die Augen treten. Und mein Kater Gregor sitzt auf meinem Kopf und ist genauso starr wie ich. Meine Bitte an dich, Käfer. Kannst du hier rausgehen und 20 von den Geistern jagen, die sich in der Dunkelheit verstecken? Wenn du nämlich meine Seele befreist, die die Geister jetzt haben, dann verwandle ich mich auch in meine frühere Gestalt zurück. Aber so wie es gerade regnet, kannst du nicht direkt rausgehen. Ich mache dir einfach den Zugang zu den Kanälen auf. Ach ja. Ah, das ist ja jetzt prinzipiell interessant. Wenn der Regen aufgehört hat, gräbst du am besten am Katzenplatz ein Loch an der Mauer, um wieder hierher zu kommen, okay? Ja, Freund, das ist... Okay, ist ja alles überflutet. Huch, ja, loslassen. Uah! Und wir fallen tief in die Tiefe. Oh. Und jetzt sind wir im Kern. Huch. Alter, tu das nie wieder. Blöde Ratte. Ja, das Problem am Kerker ist, dass es jetzt volles regnet. Und das ist ein Ring. Da hauen wir uns natürlich gleich ran. Moment. Da hauen wir uns natürlich gleich ran. Fropf. Wuhu! Rutschparty! Und wir sind weiter nach unten gefallen. Oh. Ja, die Spinne kommt, die töten wir auch gleich. Ich mag dich nicht. Das kannst du dir sicher vorstellen. Ja, wie jetzt? Moment mal. Sag mal, kann es sein? Sterbt! Flammen des Inferno! Haha. Besiege ich euch eben nicht? Nee, ich glaube, kann ich auch so mit besiegen. Na egal, komm.
Lassen wir sie doch einfach. Sind wir hier? Merkwürdig. Ja, komm, stirb. Stirb, habe ich gesagt. Und du stirbst auch. Und du überhaupt. Hallo? Und du auch? Und du auch? Ach, hier sind noch weitere Kerzenhalter zu mir zu. Verstehe. Sind sogar sehr viele Kerzenhalter zu entzünden. Naja, gut, ich meine, wir wären ja nicht Link, wenn wir das nicht schaffen würden. Ne? Geht weg von mir! Ihr Monster! So, einmal. Bitte geh nicht raus. Zweimal. Ja, so viel zum Thema, bitte geh nicht raus. So. Dreimal. Noch wo einer? Ja. Genau. Da. Wo ist hier noch einer? Das ist wahrscheinlich da oben, oder? Achso, da oben ist... Ah, da muss ich weiter. Ich muss nicht alle entzünden. Es ist ausnahmsweise nicht so ein Rätsel, wo ich... Wow. Ja, tanz mit dem Kandelaber. Es ist kein so ein Rätsel, wo ich alle entzünden muss, sondern wo ich einfach hier hoch muss und die Spinneweben verbrennen muss. Burn. Flup. Gut. Ja, den Stock lassen wir mal außen vor. Gut, gut, gut. Und alle sterben, alle sterben, alle sterben. Wunderbar. Ja, dich machen auch tot, klarerweise. Ich habe Angst vor diesem Block. Ist das... Das versteht man schon, oder? Und hier kann ich mich wahrscheinlich reinbuddeln. Ja, buddeln wir uns doch rein. Wir verschwinden in einem tiefen Erdloch. Ah ja. Das kennen wir ja noch irgendwo her. Denn hier waren wir schon mal. Nur blöderweise muss ich diesmal irgendwie ohne Mittner raufkommen. Weil ich durchaus als schwierig darstellen könnte. Aber naja. Naja. Ach, sieh mal, da ist ja auch so ein Freund. Komm her. Wow, nicht runterfallen. Zum Glück hält sich Mittner so fest. Alter, hab ich ge... Ja, das wird jetzt wieder eine Geschichte zum Davonlaufen. Da muss man wieder mit viel Geschick, Präzision und Taktik rangehen und vor allem langsam. Und ich kann... Langsam kann ich ja gar nicht. Präzision und Taktik geht, ja. Aber langsam geht einfach nicht. Weil das will ich nicht. Und mir muss es weitergehen, wenn ich so ein Spiel spiele. La 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 la. Na, wir werden schon hinkriegen. Das war jetzt voll umsonst, aber naja, komm. Bisschen geübt. Oh. Muss ich Angst haben? Ich habe was gehört. Etwas Beunruhigendes. Nämlich dich. Ah, hätte ich abkürzen können. Wow. Schnell hoch. Schon wieder du. Achso, du bist Bruder von. Nein! Alter, seht ihr, das meine ich. Das sind echt so Sachen, da könnte ich manchmal wirklich leicht aggressiv werden mit dem Spiel. Wieso springt der jetzt einfach das Vieh? Ich meine, klar, man muss aufpassen. Ja, okay, nein, ich bin schuld. Das Spiel ist nicht schuld. Ich bin schuld. Ich hätte aufpassen müssen. Ich hätte nicht die Anvisier- und Sprungattacke machen dürfen. Nein. Weil ist klar, dass der Hund irgendwas macht. Der Wolf natürlich. Das ist klar, dass der Wolf irgendwas macht. Weil der Wolf ist prinzipiell ein aggressives Lebewesen. Ah. Wusa, Wusa, sag ich dann. Das ist umsonst, das brauchen wir nicht. Machen wir das dafür. Da-da-da.
Alter Hund! Wolf! Ihr wart sicher schon wieder kurz vorm Lachen, ne? Aber macht das nicht. Ich habe Angst vor diesen Geräuschen. Ich finde es ja gut, dass hier irgendwer Schnüre gespannt hat. Boah, das war knapp. Stirb! Ja, gut. Zum Glück hat hier irgendwer die Tür offen gelassen. Drumhaus da. Nun denn. Oh, stirb. Stirb. So. Ja, und hier waren letztes Mal auch weniger Gegner, aber naja. Die Feinde haben dazu gelernt. So, rüber da. Was ist das? Achso. Ja, gut. Ah ja. Hey! Was war das jetzt genau? Na gut, man muss nicht alles wissen. Okay. Einfach ignorieren, das hat sich nie zugetragen. Also ist es wirklich gespenstig hier, die Mauern der Burg. Ich meine, ich will aber darüber, glaube ich. Warum mache ich das? Warum mache ich das wirklich? Das muss mir irgendwer erklären, warum ich das jetzt gemacht habe. Naja, ist egal. Komme ich da irgendwann nochmal her? Ich glaube nicht. Naja. Komm, ist da ein Schild? Nö, das sieht nur so aus. Okay. Nö, ich muss darüber. Okay. Ich sage hier schon nichts mehr. Vogel, lass mich in Ruhe. Bedeutet, ich muss warten, bis der Wind richtig bläst. Dann kann ich hier rüber. Windblase. Ja, jetzt. So, und das kennen wir ja noch. Bis auf die Tatsache, dass da letztens nicht so viele Gegner da waren. Aber hey, ist egal. Wir gehen zu Zelda. Schnell rein da. Sie ist die Letzte, die uns retten kann. Sie ist nicht da. Nein! Oh, mitten ist runtergefallen. Ah, sie ist doch da. Ich bitte euch, verratet uns, wie wir den Fluch brechen, der auf Link liegt. Ja, er ist der Einzige, der eure Welt noch retten kann. Prinzessin, ich bitte euch, ihr müsst Link von seinem Fluch erlösen. Was ihn bindet, ist eine böse Kraft. Es ist nicht die Magie der Schattenwelt. So wie es auf der Erde Licht gibt, das die Dunkelheit verdrängt, wohnt der Magie einer Kraft inne, die eben dies verbindet. Geht in den heiligen Hain, tief in jenem Wald, der vom Lichtgeist Firone geschützt wird. Dort findet ihr das Masterschwert, das die Weisen in alter Zeit geschmiedet haben. Dieses Schwert wird die Finsternis bezwingen. Das Masterschwert ist eine heilige Waffe. Menschen mit unreinem Herzen werden es niemals berühren können. Du aber, Link, du wirst mit diesem Schwert den Fluch brechen können, der auf dir lastet. Link, von den Göttinnen Hyrules auserwählter Held. Wie du bin auch ich von unseren Göttinnen mit einer seltenen Kraft gesegnet worden.
Ist das nicht wunderbar, Link? Von hier aus findest du den Weg auch ohne mich. Mittner, nein. Du musst mitkommen. Und ihr, Prinzessin, gewährt mir einen letzten Wunsch. Verrate diesem Jungen, wo der Schattenspiegel ist. Was? Weißt du, Mittner, ich glaube, ich weiß jetzt, welche Art von Wesen du bist. So viele Schmerzen hast du auf dich genommen, um uns zu helfen. Das dabei büßt du doch für die Schuld, die wir selbst auf uns geladen haben. Ich bitte dich, Mittner, nimm dieses Geschenk an. Nein, wenn ihr das tut, Link, haltet ein! Ja, wie jetzt? Hat sich Zelda jetzt geopfert? Nee, das geht nicht. Das glaube ich nicht. Was? Wir müssen zurück, Link. Zurück in den Wald von Fyrone. Ja, was ist jetzt passiert? Prinzessin Zelda, ihr gab mir eure Kraft und alles, was damit verbunden ist. Ach so. Okay, also Zelda ist jetzt Geschichte. Na gut. Wow. Ach ja. Und das Schloss wurde versiegelt. Unter einem magischen Kristall oder so. Ja, Leute, und jetzt heißt es, erstmal wieder eine Aufnahmepause. Wir pausieren das Abenteuer und wir sehen uns dann hoffentlich bei der nächsten Aufnahme, wenn es wieder heißt Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. Also, speichern. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Ja, Leute, herzlich willkommen zurück hier bei The Legend of Zelda Twilight Princess. Ja, viele wundern sich, warum starten wir jetzt eigentlich hier? Ja, es hat einen ganz einfachen Grund, weil wir halt einfach hier starten. Nee, weil ich die letzte Aufnahme, die Konsole weiterlaufen habe lassen und einfach jetzt weitergemacht habe, dort, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Drum starten wir hier voll toll, ne? Oh, böse Piranha-Pflanze. Ja, wir müssen in den Wald von Fyrone. Fyrone? Können wir das da warpen? Was willst du, Link? Ich will nicht warpen. Sonst kommen wir hier nie an. Fyrone Wald, Norden. Ja. Genau. Was ist, wenn wir hier nie ankommen? Fyrone. Nicht Fyrone, Fyrone. So, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Genau. Hier hoch. Ja. Wow. Ein Äffchen. Hey, hallo Äffchen. Ui. Nein. Was seid ihr denn für böse Schattengeister? Lasst das Äffchen in Ruhe. Moment. Ha! Sterbt doch alle! Schnitt. Aha. Kiki, hab dich befreit. Heißt überhaupt Kiki? Weiß man nicht genau. Hast du mich gerettet? Vielen Dank. Jenseits dieser Schlucht habe ich einen wunderschönen Wald entdeckt. Aber ich versuche, ins Innere des Waldes zu gelangen, griffen mich plötzlich diese Kerle von eben an. Was mag in diesem Wald nur sein? Ja, es war wirklich ein wunderschöner Wald. Du weißt schon, der Wald, den ich auf der anderen Seite der Schlucht gesehen habe. Falls du auch dorthin willst, pass gut auf dich auf. Dein Geruch erinnert mich an irgendetwas. Du riechst wie der Prinz mit dem grünen Gewand, der mir einmal geholfen hat.
Sieh an. Hier ist ja ein merkwürdiges Irgendwas. Ja, diesen Wald, da werden wir natürlich versuchen, mit Hilfe von... Wenn man diese Abgrenze überwindet, gibt es noch einen Wald. Wie wäre es denn? Sollen wir uns mal ansehen? Natürlich sehen wir uns das mal an. Hey, jetzt wissen wir auch, wofür dieses Ding gut ist.